So, da sind wir auch wieder. Und ja, wir akzeptieren natürlich. Warum sollten wir nicht akzeptieren? So, es ist natürlich jetzt mitten in der Nacht. Jetzt, wir haben Zeitsprung gemacht halt. Übrigens, ein Film, den ich euch empfehlen kann, das Mädchen, was durch die Zeit sprang. Sehr schöner Film. Handelt sich dabei, glaube ich, um... Ja, wie man es auch schon im Titel vermutet, ein Mädchen, was durch die Zeit springt. Aber eben halt, dass die eine Vergangenheit hat, eine etwas traurige. Nun gut, Ezio. Hier. Hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Ich würde mal sagen, da hinten dieses erledige damit Drehteil. Die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Das war mir wieder eine geile KI. Habt ihr das gesehen? So. Okay, ich muss mal ganz kurz in die Steuerung gucken. Steuerung anpassen. Achso, ich sollte das vielleicht mal ausgerüstet haben. Ob da? Möge Gott über euch wachen, Mann. Bravo, bravo! Ihr seht blass aus, Freund der Wache. Den muss ich auch noch wegholen, damit ich da nicht auffalle. So, würde ich sagen, ist das gut verlaufen. Ja. Jetzt wieder die Klinge auspacken und... Tja. So, dann fange ich schon mal an mit diesem Thema, die Zettel abreißen. Gut gemacht, Ezio. Sind drin. Hier lang, Männer. Ja, ich folge Mario gleich. Aber ich will unauffällig sein, deswegen... Einmal die Interaktion. Du darfst nicht unter dich schießen! Eccolo! Ich sehe ihn nicht! Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um die Eri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Lipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Ich würde mal sagen, die ersten zwei Mal auf jeden Fall von den Dächern aus. Das weiß aus. Keiner, aber irgendwas macht ihn nervös. Wie sonst soll man die Patrouillen erklären? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Sind die extra Quattrini wert. Ich habe noch nie schlechte Güter angeboten. Die falschen Leute sauer gemacht. Und jetzt? Ich mache auf jeden Fall zwei schon mal hiervon aus. Der spinnt doch. Wie kann man denn nochmal... Ach ja, ich habe ja Doppelattentat nicht. Gut, dann stirb. Nicht so schnell, Ochse. Gerade letzten Monat kaufte der Bus.
So. Stirb, Bastardo! Das ist der Magie gelungen, sei Gott, endlich seid ihr hier, Freund. Jetzt fragt ihr euch wieder, warum, weshalb, wieso. Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm! Logo Magolo. Miris Männer haben uns einen Hinterhalt gelegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange wie er. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. So ein Verrückter. So wie die Einwohner immer sagen. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario, er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun... Gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Ja, ja. In den Tod leiten am besten. Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. So. Ja, ja, tritt mir schön den Rücken zu. Das ist sehr schön, das ist sehr fein. So kann ich auch arbeiten. So. Thank you.
Puh, also das war... So, jetzt ist es ja nicht gerade actionreich, ne, aber so spare ich mir jetzt hier ein bisschen an Zeit und Kraft. Schon gut, du gewinnst. So, 75% erstmal löschen. Ich habe noch nie schlechte Güter angeboten. So, und jetzt aber... Erstmal hier hoch, hier rüber. Ergreif den Bastard! Darauf habe ich mich schon sehr lange gefreut. Ja, ja. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Tja, würde ich auch mal sagen. Ab zur Villa zurück. Oder einfach mal, ich kann mich nicht bewegen, zurück. Na gut. Jetzt noch schnell zurück zur Villa und dann... Oder ich informiere mich erstmal, was hier los ist.
Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. Ja, jetzt kommt das Ganze, die Information und so nochmal. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia. Einer der mächtigsten Männer Europas. Und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja. Und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. So, den Brief lesen, den sein Onkel ihm noch gab. Karte, Verschwörung, Datenbank, glaube ich, war das. Oder Dokumente. Briefe. Meine Liebe, ich bringe diese Gedanken zu Papier in der Hoffnung, eines Tages den Mut zu haben, sie mit dir zu teilen. Bald wirst du zweifelsohne erfahren, dass ich Giovanni verriet, ihn als Verräter denunzierte. Blabla, Fröckchen. Signor Pazzi. Keine Ahnung, wo der Brief ist. Auf jeden Fall, für gewöhnlich müsste der eigentlich da sein. Ich werde da nochmal nachgucken im Nachhinein. Toll. Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Tja. Und dann würde ich auch sagen, fängt es an mit dem, was ich am liebsten an diesem Spiel habe. Oder? Nee. Das kommt ja erst viel später. Nämlich, man kann dieses kleine Dörfchen hier, wie soll ich sagen, ausbauen, erweitern. Keine Ahnung. Auf jeden Fall um einiges verbessern. Ach du Scheiße. Das ist ja, ne? Wo muss ich da hin? Ich muss außerhalb, glaube ich, hin. Ja, ich weiß, hier am Haus ist auch noch dieses eine Rätsel, das werde ich auch noch machen, Leute. Hetzt mich da bloß nicht. So, ich soll hier hoch, soll hier rauf.
so wieder interagieren, habe ich ja schon mal gemacht. Seht ihr es halt ein zweites Mal. Obwohl, deswegen sollte ich ja da hoch. Ich dämpfe. So. Und somit sehe ich auch schon mal was. Nämlich eine Codex-Seite, die direkt hier im Dorf ist sogar. Tja. Ja, toll. Ich weiß nicht, wie viel Medizin ich noch habe, aber ich glaube, es ist gleich leer. So, zweite Codex-Seite, ich muss vier insgesamt finden. Heißt ab über auf die andere Seite der Stadt. Oder besser gesagt, das kleine Dörflein hier. Sehr beeindruckend. Aber warum nicht einfach gehen? Okay, das irritiert mich gerade. Die muss wohl mehr noch in die Mitte dieser Stadt sein. Mehr noch in der Mitte. Entschuldigung, falls jetzt jemand gemeckert hat. Oder? Ich gucke einfach mal auf die Karte. Da hinten ist die sogar. Gut. Jetzt muss ich erstmal gucken. Kann ich meine Augen trauen? Ach ja. Schon wieder so ein Verrückter. Nein, ich werde das jetzt nicht ganz halt machen. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie abschaltet, weil ihr denkt, jetzt kommt jedes Mal dieser selbe Satz. So, am besten hier runter. Puh. Harter Sturz. Muss ich lassen. Ja, ja, vierte Codex-Seite und dann ab dafür jetzt hier. Das ist natürlich auch intelligent. Dum.
Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. So. Zap, 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 zap. So. Okay, gut, weiß ich Bescheid. So. Und jetzt, ja doch, jetzt kommt das noch, aber ich will mal sagen, wir sehen das beim nächsten Part. Bis denn, Leute. Jetzt, abschalten und so, ne? Nein, also auf jeden Fall, nächster Part anschauen, dann werdet ihr wissen, wozu ich...